So, wir schauen noch mal kurz auf die Karte, die ja jetzt ein bisschen vollständiger ist. Gibt's hier einen Durchgang links von mir? An dem Bild? An der Wand hängen alte Gemälde. Auf allen sieht man Frauen. Ich vermute mal, das wird ein Rätsel sein. Hier wird sich bestimmt irgendwas öffnen. Denn das sieht so aus auf der Karte. So, das war aber eigentlich gar nicht das, was ich schauen wollte. Ach ja, wo machen wir denn weiter? Ja, wir gehen erstmal einfach durch die Haupttür hier. Und ergründen ein bisschen weiter die Gegend. Wir sind noch nicht fertig. Gut. Der Haupteingang, das sollte dieser hier sein. Der führt uns zurück in die Haupthalle. Das obere Stockwerk, von der haben wir ja auch noch nicht gesehen. Also auch was Neues. Ist das Justitia? Nee. Sie ist nicht blind. Aber ein Rätsel. Auf dem Sockel steht, wenn du gut und böse im Gleich, wenn gut und böse im Gleichgewicht sind, öffnet sich vor ihnen ein neuer Weg. Dafür könnten wir wohl die Statuen gebrauchen. Also die schwarze Statue kommt wahrscheinlich hier hin, denke ich mal. Was haben wir denn jetzt? Die Türen sind zu. Auf der anderen Seite ist noch eine offen. Okay. Schauen wir mal kurz, was wir denn für Schlüssel bräuchten. Von der anderen Seite verschlossen, also gar nichts von der Seite her. Es ist nirgends ein Schlüsselloch zu sehen. Oben ist das Bild einer Uhr eingraviert. Okay. So, da haben wir hier drüben noch einen Raum und in den sollten wir auch reinkommen. So wie ich das jetzt gesehen habe. So, aber wenn ich denn hier schon bin, werde ich auch gleich mal unten das Jagdgewehr ablegen. Denke ich mal. Oh, Ruhe. Und wieder Lesestunde. Ach, Krähen, na wunderschön. Hinweis für alle Mitarbeiter. Ein uraltes Dokument. Die Schrift ist kaum lesbar. Es finden regelmäßig Treffen der Forschungsteams für Impfstoffe und Infektionskrankheiten statt. Für beide gilt Sicherheitsstufe 5. Besprechungsorte Erdgeschoss 1, Erdgeschoss 1? Keine Ahnung. E1W Kontrollraum, E2 SO Konferenzraum. Der Zugangscode lautet 0815. Vielen Dank. Ich könnte mir vorstellen, dass das eine Uhrzeit ist, die wir an eine Uhr einstellen müssen. 8:45, alles klar. Was ist das denn? Eine Winde! Her damit! Gut, die können wir dann auch gleich. Oh ja, natürlich! Billy, lass uns abhauen! Wir lassen die einfach mal hier rumflattern, wie sie wollen, das ist mir egal. Dafür verschwende ich jetzt keine Munition. So, dann. Lass uns erstmal die Winde einsetzen gehen. Oder nein. Ich bin so unentschlossen. So, wir machen erstmal weiter mit der Erkundung. Hat mir das Bild schon mal angeschaut? Ja, da gab es auch gar nichts zu sagen. Das sieht aber sehr danach aus, als ob es irgendwann mal weggehen würde. Wahrscheinlich, wenn wir die Statuen von Gut und Böse hier eingesetzt haben. So, machen wir einen Kamerawechsel. Wechseln wir auf Billy und nehmen noch die Gewehrmuni mit, also den einen Schuss. So, Rebecca. Du brauchst kein Jagdgewehr, das können wir irgendwann andermal benutzen. Ablegen. Es nimmt so viel Platz weg einfach, finde ich. So bei ihm, ja. Irgendeiner muss ja was schleppen, was Wumms macht. Und solange die zwei zusammen sind, passt das schon. So, okay. Dann gehen wir erstmal kurz. Gehe ich hier lang? Keine Ahnung. Ich gehe mal die kleine Statue holen. Die ist ja nicht so weit weg. Und ich hoffe einfach mal, dass keine neuen Zombies kommen. So wie das im Zug der Fall war. Nee, sieht nicht danach aus. Höchstens, dass der hier irgendwann mal aufsteht. Aber für den hat man sich bisher ja noch nicht sonderlich interessiert. Ich fand es schon mal merkwürdig, dass wir durch ihn durchgehen konnten. Das ist für mich irgendwie so das Zeichen, dass er irgendwann mal aufstehen wird. So, ich glaube, hier war das ja schon direkt, ne? Die kleine Statue. Jupp, das ist der Raum.
So, die nehmen wir an uns. Ich weiß nicht, ich hoffe mal, wir müssen da nichts zusammensetzen, dass das wirklich bloß so ist, dass wir die draufsetzen müssen. So, hier war ja sonst... Ach ja, der Benzinkanister. Haben wir noch Platz? Ja, nicht, aber Rebecca. Wir schleppen alles in die Haupthalle, was geht. Dann ist es wenigstens an einem Ort versammelt. So, und das hier drüben sitzt hier... Nee, okay. Es sah gerade aus, als wäre da Gewehrmunition. Ein antiker Globus. Er ist ziemlich verstaubt. So, ich glaube, ansonsten finden wir in dem Depot auch nichts weiter. Gut. Höchstens die Uhr, die da rechts vom Eingang war. Also rechts aus Sicht des Hereinkommenden. Weiß ich nicht. Hab jetzt aber auch keinen Bock, nochmal zurückzugehen, ehrlich gesagt. Gut, wir schmeißen das Zeug kurz in die Haupthalle. Und dann werden wir mal die Winde anbringen und uns woanders hin winden. Ich befürchte bald, wir werden mit Rebecca gehen müssen. Allein. Denn ich kann mir irgendwie nicht so richtig vorstellen, dass Rebecca das Kampfgewicht von Billy durch die Gegend hieven können wird. So, was wollte ich jetzt ablegen? Ich wollte den Benzinkanister, den Rebecca aufgesammelt hat, den Billy aufgesammelt hat. Ich guck mal nach. Nee, Rebecca. Den wollte ich ablegen. Yep. So. Sieht aus wie auf dem Ramschmarkt hier. So, bevor ich jetzt aber da hochgehe, schauen wir noch mal kurz. Hier unten haben wir auch noch einen ganzen Bereich, den wir uns noch nicht angeschaut haben. Ah, siehst du mal, die ganzen Gegenstände werden auch auf der Karte angezeigt. Oben liegen auch noch zwei Gegenstände. Habe ich die nicht gesehen oder nicht einsammeln wollen? Das eine waren, glaube ich, Farbbänder, wenn ich mich nicht irre. So, wir schauen mal kurz. Objektliste. Ach ja, super. Mensch, das ist ja komfortabel. Der Mikrofilm und das Farbband. Das ist ja echt praktisch. So, ich würde sagen, wir schmeißen die Kurbel jetzt auch mal kurz hier hin. Achso, Rebecca hat die ja. Jo. Dann wechseln wir auf Billy und setzen noch kurz oben die Statue ein und dann gehen wir erstmal ins Erdgeschoss. So, ich hoffe zumindest mal, dass das so läuft, wie ich mir das gerade gedacht habe. Billy. Ah. Die Steuerung, ja, die Steuerung. Mal kurz gucken, dass wir auch davor stehen. Ja, wunderbar. Und dann probieren wir das doch mal. Ja, sehr gut. So, Nummer 1 steht. Mal schauen, wann wir die Nummer 2 finden. Jetzt erstmal nach unten. Ich muss sagen, das Erdgeschoss reizt mich gerade ein bisschen mehr, als mit dem Aufzug durch die Gegend zu fahren. Achso, bevor wir hier lang gehen, will ich aber nochmal ganz kurz schauen, ob wir hier... Ja, von da sind wir gekommen, okay. Ich wollte nur kurz schauen, ob wir da hinter die Treppe gehen können. Geht aber nicht, also machen wir hier weiter. Zombie-Alarm? Schweigen. Oh, das klingt, als ob irgendwo eine Öffnung zum Garten wäre. Und das würde für mich heißen, dass irgendjemand reinkommt. Diese vielen Fenster. So, wir schauen mal kurz. Die Tür ist offen, die andere ist verschlossen. Okay. Dann schauen wir uns mal kurz hier hinten die Tür an. Kein Schlüsselloch mal wieder, aber das Bild einer Uhr. Okay. Dann haben wir zumindest die Tür. Ich denke mal, die Fenster werden zu Bruch gehen, wenn wir dann das mit der Uhr gemacht haben. Ah, ein Bad. Billy, pinkeln gehen? Dieses Becken ist unglaublich schmutzig. Es ist ewig nicht geputzt worden. Das hat dann auch immer so einen schönen Phosphorgeruch. Das ist immer ganz lecker. Stören wir jemanden beim Kacken? Hallo? Kackt jemand? Nein? Dann sammeln wir zumindest das Zeug auf, das wir hier drin haben. Ja, komm, her damit. Schmeißen wir zu den anderen Benzinkanistern. Schlaganfall, sorry. Zu den anderen Benzinkanistern mit. Und dann
hat sich das ja auch schon erledigt. Gibt's sonst noch irgendwas? Wir können doch mal kurz schauen. Nein. Ich muss sagen, es ist zwar sehr komfortabel, dass uns das da angezeigt wird. Mit den Gegenständen, die überall rumliegen. Hallo! Ich frag gar nicht nach. Ich mach, was du willst. Ist okay. Ich will es nicht wissen. Ho! Geh mal weg! Billy, komm zu mir! Oh, was bist du denn? Rebecca, könntest du zielen? Billy, schaffst du's? Oh, Scheiße. Gut, das ist halt so die Sache mit neuen Gegnern. Man weiß nicht, wie viel sie aushalten, ne? Resident Evil Zero. Okay, das kam auch unerwartet, muss ich zugeben. Dann würde ich sagen, muss ich das jetzt halt alles nochmal nachspielen, leider. Und wir sehen uns wieder, sobald ich wieder alles auf den Stand gebracht habe, bei dem wir waren. Bis gleich. So, weiter geht's. Ihr seht, wir sind gut ausgestattet. Denn ich möchte hier drüben vorbeischauen. Ich habe nochmal bis zu der Stelle nachgespielt. Es ist im Prinzip genauso wie vorher. Bloß, dass wahrscheinlich die Munition ein kleines bisschen anders ist. Ich habe bestimmt nicht genauso viele Schuss wie vorhin gebraucht. Und ich bin schon mal hier drüben reingegangen. Dann ist mir aber eingefallen, du solltest vielleicht auch mal speichern, bevor du dich jetzt wieder da reinstürzt in die Szene. Und als ich zurückgegangen bin, habe ich festgestellt, der erste, der im Gang steht, schon da. Ja, und der steht jetzt halt schon hier um die Ecke. Und ich würde sagen, mit geballter Feuerkraft kümmern wir uns jetzt direkt mal um den. Ich glaube, ich wechsle aber auf Rebecca, weil die nur 2 Schuss für das Jagdgewehr hat und dann sofort wechseln muss. Wir schauen mal, ob das denn reicht. Wir gehen einfach mal auf die Jagd für diese seltsamen Glibberviecher, was auch immer die darstellen sollen. Oh Gott! Ja, das sieht aus, als ob es... Oh shit, 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 shit. Moment. Ich würde gern... Kannst du mal bitte ins Inventar gehen? Dankeschön. Die Steuerung ist manchmal ein bisschen seltsam. So, ich wollte doch einfach nur mit Rebecca hier noch reingehen ins Inventar. Oh, hallo. Meine Güte, dieses Vieh steckt aber auch was weg. Alter. What the fuck? Oh Gott, warte, warte, warte. Rebecca, lauf, lauf, lauf. Du hast da was an dir kleben. Ah, nein. Hast du dir gerade auf die Schulter geschossen mit der Schrotflinte? Oh, oh, man kann seinen eigenen Kollegen erschießen. Das ist gut zu wissen. Okay, wir stellen also fest, es ist sehr ungünstig, gegen diese Viecher wirklich in den Kampf zu ziehen. Zero. Meine Fresse, was stecken die denn weg? Das ist ja unfassbar. Wisst ihr was? Wir lassen diese Ecke jetzt erstmal aus und kümmern uns da später mal drum. Das ist ja unglaublich. Meine Güte. Wie viel habe ich jetzt in den reingepumpt? Aus nächster Nähe mit Jagdgewehr und Pumpgun? Das ist ja echt nicht zu fassen. So, na gut, was soll's. Aber schön, dass wir gespeichert haben vorher. Dann suchen wir uns mal die andere Ecke, würde ich sagen. Wir haben ja immer noch was offen. Und das ist auch gut so, denn da drüben gab es ja eigentlich nichts weiter für uns. Es gab eine Benzinkanister und ein grünes Kraut, das war alles. So, und ich muss mal ganz kurz gucken. Doch, wir müssen hier durch die Tür und dann gleich links. Okay. Kriegen wir hin. So, dann können wir ein bisschen kurbeln gehen und schauen uns mal ein neues Stockwerk an. Mal sehen, ob es nach oben oder unten geht. Denn ich habe schon gesehen auf der Karte, es geht in beide Richtungen. Ich meine, nach unten klar ins Erdgeschoss wieder zurück. Aber es gibt auch noch ein drittes Stockwerk. Das wird auf der Karte schon angezeigt. Schauen wir mal. Übrigens, wo ich vorher noch gemeint hatte am Anfang der Aufnahmesession, dass mein Computer irgendwie unerklärliche Probleme mit dem Spiel hat und dass es sehr langsam läuft.
Seltsamerweise, jetzt läuft's flüssig. Also ich weiß nicht, was genau jetzt anders ist als vorher, aber jetzt läuft das Spiel sehr flüssig. Keine Ahnung, was war.